Was geht ab, Leute? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Willkommen zu einer weiteren Folge TCG aktuell. Jede Woche sonntags 18.30 Uhr präsentiere ich euch hier die News zu unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! Im Anschluss an die News springen wir natürlich auf Card Market, machen den Market Watch und schauen uns einfach mal die Kartenpreise an. Meta-Staples, Collectibles, alles, was es so an verrückten Kartenpreisen gibt, all das checken wir hier gemeinsam in diesem Video aus. Für all diejenigen, die zum ersten Mal hier bei mir auf dem Kanal sind, lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr Teil der DTV-Community werdet. Und nur so verpasst ihr auch keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh!-Videos. Damit auch genug von mir, lasst uns direkt in die News der vergangenen Woche reinspringen. Los geht's! Und damit starten wir auch mit den ersten News der vergangenen Woche. Und zwar fand am vergangenen Wochenende die YCS in Dortmund statt. Bei 2580 Spielern ist das hier der Deck-Breakdown für euch. 28% Ishizu Tierlements, 14% Sprite, 10% Flu Wanderies, 5% Branded Despia, 3% Exosister, Tierlements mit 3% vertreten, Draco Slayer mit 2% und 35% anderer Decks haben es tatsächlich zum Event geschafft. Der Top 64 Breakdown sieht an der Stelle schon ein bisschen anders aus. 71% Ishizu Tierlements, 11% Flu Wanderies, Sprite Tierlements bei 6%, Runic bei 3%, Medolche 3%, Draco Slayer 2%, Naturia Runic 2%, sehr überraschend tatsächlich im Top Cut, Mystic Mind Burn mit 2%, also wie ihr seht, ist tatsächlich die Top 64 von Ishizu Tierlements dominiert worden. Am Ende hat sich auch Ishizu Tierlements durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch tatsächlich an dieser Stelle an Vincenzo Orofino. Platz 2 hat Mario Argiro belegt mit Flu Wanderies und Platz 3 Joshua Schmidt ebenfalls mit Ishizu Tierlements. Das ist an der Stelle auch noch die Deckliste des Erstplatzierten mit jede Menge Bestial-Karten versehen, natürlich um im Mirror-Match auf jeden Fall auch die Chancen zu haben, das Ding nach Hause zu holen. Und ansonsten muss man auch sagen, dass die YCS in Dortmund ein voller Erfolg war. Ihr konntet bei einer Pre-Registration, solange der Vorrat reicht, euch eine dieser wunderbaren Münzen nach Hause holen. Natürlich gab es auch Giant-Card-Events und jede Menge mehr für das Yu-Gi-Oh!-Spielerherz. Das nächste größere Event, welches hier in Deutschland stattfindet, sind die German Opens in Frankfurt. Das Ganze wird vom JK Store, JK Entertainment veranstaltet. Ich habe mich bereits für das Event angemeldet. Ihr werdet mich am 18.12. in Frankfurt sehen. Noch wenige Plätze sind tatsächlich verfügbar, also springt auf die Seite von JK Entertainment und sichert euch einen der wenigen verfügbaren Plätze. Weiter geht's mit den nächsten News, und zwar erschien vergangene Woche das Set Battles of Legend Crystal Revenge. Jede Menge OCG-Imports und Reprints erwarten uns in diesem Set. Yu-Gi-Oh! Card EU hat an dieser Stelle natürlich auch ein Giveaway am Start, sprich ihr könnt eines dieser Displays gewinnen. Wie ihr dran teilnehmt, ist super einfach, und zwar müsst ihr einfach nur ein Foto eurer Yu-Gi-Oh! Sammlung posten, dann den Hashtag MyYu-Gi-Oh!Collection integrieren, natürlich Yu-Gi-Oh! Card EU taggen und damit seid ihr auch automatisch bei der Giveaway-Aktion dabei. Das nächste Set und damit auch das letzte Set, welches wir dieses Jahr hier im TCG öffnen werden dürfen, ist das Structure Deck Dark World. Erscheint bei uns am 1.12. diesen Jahres und Konami hat überraschenderweise noch vor den Influencer Openings die gesamte Kartenliste geleakt, und zwar auf der offiziellen Card Database. Wir kennen mittlerweile alle Karten, die in diesem Set enthalten sein werden. Vor allen Dingen kennen wir auch einige der Reprints, die vorher noch nicht bekannt waren, wie zum Beispiel Danger Bigfoot und Danger Thunderbird. Also wir kriegen auf jeden Fall jede Menge geile Reprints. Unter anderem auch hier unten Skill Drain hat sich tatsächlich auch bewahrheitet und natürlich noch ein paar weitere Karten, die im Dark World Deck Thema nicht fehlen dürfen. Und damit kommen wir auch zu den nächsten News, und zwar ist die nächste Lost Art Promo enthüllt worden, und zwar Yu-Gi-Oh! Sechsel. Dies ist eine Promokarte, die im OCG im Structure Deck R Utopia enthalten war. Das Ganze ist mittlerweile anderthalb Jahre her. Und jetzt bekommen wir das Ganze als Lost Art Promo hier ins TCG geliefert. Wie ihr an eine Lost Art Promo kommt, ganz einfach. Ihr müsst im OTS-Shop eures Vertrauens Yu-Gi-Oh! Ware im Wert von 30 Euro kaufen und dann dürft ihr euch eine der vorrätigen Lost Art Promos aussuchen. Weiter geht's mit OCG News, denn OCG News werden früher oder später TCG News. Das nächste Mainset wurde im OCG angekündigt, und zwar Cyberstorm Access. Erscheinen tut das Ganze am 14. Januar nächsten Jahres. Und die ersten Karten bzw. der Support für das erste Deckthema, und zwar Firewall, wurde
Bekannt gegeben, jede Menge neue Link-Monster, natürlich auch neue Main-Deck-Monster, Firewall, Code-Talker, könnte auf jeden Fall ein Deck sein, was ihr in Zukunft spielen werdet. Neues Fusionsmonster ist mit dabei, genauso wie neues Ritual-Monster und jede Menge Spells und Traps, die uns erwarten. Dann wurde neuer Skystriker-Support angekündigt. Einmal die OCG-Structure Manga-Promo, und zwar Love Magus Siela, ist tatsächlich eine Skystriker-Karte. Hier steht es auch, this card is always treated as a Skystriker-Card. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Karte, die Konami als Promo angekündigt hat. Bei der wissen wir tatsächlich noch nicht, wie der Effekt aussieht. Auf jeden Fall ist klar, dass die Karte Skystriker Ace Azalea heißt. Und weil das noch nicht genug Skystriker-Support ist, gibt es das Premium-Pack 2023, welches im OCG am 17. Dezember erscheint. Und dort gibt es neben jeder Menge geiler Reprints auch, so sieht's aus, Skystriker-Karten, alternatives Artwork von Ray an dieser Stelle und dann neuer Support, alles Stufe 5 Monster, die ihr von der Hand specialen könnt, indem ihr eine Zauberkarte von eurer Hand abwerft. Also tatsächlich alles gar nicht so schlecht. Das ist an der Stelle kein Skystriker-Monster, aber dennoch neuer Support für einige Deckthemen ist dabei. Unter anderem Photon-Support. Hier sehen wir noch ein paar Spellkarten. Ihr könnt an dieser Stelle natürlich pausieren und euch alles einmal in Ruhe durchlesen. Die Karte klingt gar nicht so schlecht, muss man sagen. Duality, genauso wie Shadows Light. Beides Karten, die auf jeden Fall in zukünftigen Dark-Light-Decks Play finden könnten, wie zum Beispiel Dragonlink. Und noch eine weitere Trap, die enthüllt wurde, Synchrozone. Wann die Karten aus dem Premium-Pack den Weg hier ins TCG finden, ist aktuell nicht bekannt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass mit einem Reprint-Set zum Frühling nächsten Jahres wir die ganzen Karten aus dem Premium-Pack auch hier ins TCG importiert bekommen. Weiter geht's mit den nächsten News. Und zwar hat Konami mit diesem wunderbaren Foto vom Rescue Rabbit am Pariser Eiffelturm das nächste Event angekündigt. Und zwar wird es ein Master-Duel-Event sein. Am Wochenende des 26. und 27. November findet eine Invitational statt. Wie das Ganze genau aussehen wird und was uns erwartet, wird Konami in den nächsten Tagen bestimmt enthüllen. Wir bleiben bei Master Duel, und zwar gibt es eine neue Banliste, die ab dem 1. Dezember gültig ist. Die Barrierestatue der Winde wurde gebannt. Anti-Spell Fragrance auf 2, Galatea auf 2, Gen X Ally Birdman auf 2 und Magical Meltdown zurück auf 3. Master Duel ballert in sehr, sehr regelmäßigen Abständen Updates zu Banlist raus. Ich bin gespannt, wann wir unsere nächste Banlist im TCG erhalten. Dann sprechen wir über Cross Duel, und zwar gibt es auch weitere Updates für Cross Duel. Season für Season gibt es neue Charaktere und Monster, die auf uns warten. Unter anderem jetzt auch der Cyberblader als Bossmonster und den Junk Destroyer. Dann gibt es noch ein exklusives Event, und zwar ist der Blue Eyes Ultimate Dragon ein Raid-Boss, den ihr in einem Raid-Event bezwingen könnt. Es gibt bei Cross-Duel nämlich einen Spielmodus, wo in der Mitte der Map ein Bossmonster ist und ihr zu viert dieses Bossmonster bezwingen müsst. Und der Blue Eyes Ultimate Dragon wurde jetzt für diese Raid-Events inkludiert. Wir machen weiter mit News zum Spiel Rush Duel, und zwar wird es für 2023 ein Update geben, welches alle bisher erschienenen Karten in dieses Spiel integriert. Sprich, ihr könnt dann ab Januar 2023 mit allen bereits erschienenen Rush-Duel-Karten spielen, was tatsächlich gar nicht so verkehrt ist. Schreibt mir doch mal sehr gerne in die Kommentare, falls einer von euch zu Hause eine Nintendo Switch besitzt und dieses Spiel schon mal angezockt hat. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass Rush-Duel auch als haptisches Kartenspiel hier ins TCG integriert werden sollte? Oder soll Konami das Ganze im OCG lassen und uns mit dem Spiel in Ruhe lassen? Wir machen weiter mit dem Metagame Report aus dem OCG. Dort herrscht genauso wie hier weiterhin das Ishizu Tierlements Format. Wir sehen mit 65,6% das Tierlements Deckthema vertreten, 6,3% Kashtira mit dem neuen Support, den wir in Photon Hypernova erhalten. Labyrinth ist tatsächlich ein sehr, sehr valides Deckthema, hat unter anderem die YCS Japan in Osaka gewonnen und 23,4% andere Decks. Die OCG-Decks sehen tatsächlich etwas anders aus als bei uns hier im TCG, was unter anderem daran liegt, dass wir hier natürlich dreimal Max C haben und noch einige weitere Karten, die wir hier im TCG noch nicht erhalten haben. Der Ausblick für die TCG-Meta ist an dieser Stelle alles andere als goldig, denn selbst wenn die ganzen Ishizu-Karten auf der Banlist gehittet werden sollten, kann man das Ganze dann auch wunderbar mit Kashtira zusammenwerfen und dem Gegner weiter richtig schön auf den Sack gehen. Wir machen weiter mit Merchandise-News, und zwar gibt es hier eine Topfkollektion, die ihr euch vorbestellen könnt.
So sieht das Ganze aus. Es ist eine Kollektion, hier sehen wir es nochmal, mit jeder Menge Töpfe, die ihr dann auch erhalten werdet. Und zu jedem Topf gibt es eine Ultra Parallel Rare aus dem OCG. Das ist tatsächlich die Größe der ganzen Töpfe. Jeden Topf, den es bisher gab, wird es als kleine Figur geben. Und das alles in einem Set, was extrem nice ist. Man muss auch einfach mal sagen, dass die Töpfe extrem geil aussehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich überlege tatsächlich, ob ich mir das Ganze vorbestelle. Das Ganze erscheint natürlich nur im OCG, das heißt, ihr müsst das Ganze importieren lassen. Ähnlich wie es vergangenes Jahr mit dem Millenniums-Puzzle der Fall war. Also ihr könnt das Ganze auf jeden Fall ab jetzt bis Anfang, Mitte Januar vorbestellen. Und geliefert wird das Ganze dann irgendwann im September 2023. Wir machen weiter mit Merch News. Und zwar haben die Kollegen von Sleeve Chief diese Woche die Black Friday Woche ausgerufen. Ab dem 25. bis zum 28.11. gibt es 20% Rabatt auf alle Sleeves, die ihr hier im Store findet. Also springt auf jeden Fall mal drauf, checkt das Ganze mal aus. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und zu guter Letzt mache ich noch etwas Werbung in eigener Sache. Und zwar wollen wir natürlich zum Ende des Jahres die 2000 Follower auf Instagram knacken. Folgt mir dort sehr gerne. Es gibt jede Menge News, Infos und natürlich auch die Deck-Profiles der DTV Remote Duel Locals. Ihr könnt natürlich auch bei uns auf den Discord springen und dort jede Woche mehrmals an Remote Locals teilnehmen. Und wer mit mir direkt im Austausch sein möchte, der ist auf Instagram genau richtig. Eine sehr, sehr interessante und rasante Woche zu unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! Liegt hinter uns und wir springen jetzt direkt in den Market Watch rein. Los geht's! Die erste Karte, über die wir sprechen, ist die aktuell teuerste Karte, die ihr aus Battles of Legend Crystal Revenge ziehen könnt, und zwar der Zugangskodiersprecher als Starlight. Mit aktuell 480 Euro zu verbuchen das Ganze, ist tatsächlich ein sehr, sehr stolzer Preis. Die Secret Rare ist tatsächlich sehr, sehr erschwinglich geworden. 31,50, 31,70, 31,80. Steigt aber auch wieder so langsam vom Preis. Also ich habe die Karte bei um die 30 vor ein paar Tagen gesehen. Ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Aber ich glaube, dass die Karte ihre 35 Euro in naher Zukunft nicht übersteigen wird. Ist vor allen Dingen auch eine Karte, die vielen Budgetspielern fehlt. Budget ist die Karte aktuell leider noch nicht, aber zumindest 30 Euro auf jeden Fall ein erschwinglicherer Preis, als es noch in der Vergangenheit war. Wir machen weiter mit der nächsten Karte, die drin einen Reprint erhalten hat, und zwar der Kaliber Ladedrache. Die Secret Rare sieht unfassbar schön aus. Die Karte gibt es dort auch als Starlight, was mega aussieht. So, 12,49, 13,50, 13,89 an dieser Stelle. Falls ihr noch keinen habt, solltet ihr euch zeitnah einen ranholen. Dann hat natürlich die ganzen Toon-Karten, der ganze Toon-Support hat einen Reprint in Battles of Legend Crystal's Revenge erhalten. Also sprich alle Karten, die wir damals in Toon Chaos bekommen haben. Unter anderem natürlich auch der Toon Schwarz glänzender Soldat als Secret Rare. 7,20 €, 7,35 €, 7,65 €. Wenn man überlegt, dass die Karte als Ultra Rare aus Toon Chaos knapp ihre 40 Euro ging, ist das hier auf jeden Fall um einiges erschwinglicher. 8,27 € die Kopie, das erste Playset. Eine Karte, die ihr definitiv auch auschecken solltet, ist Nummer F0 Utopische Drachenzukunft, vor allen Dingen an alle meine Budget-spielenden Kollegen, die unter anderem auch Phantom Knights oder Time Thief spielen. Jetzt ist der Moment gekommen, um zuzuschlagen. 6,50, 6,77, 6,78 an der Stelle. Wir sprechen über eine weitere Karte, die in Zukunft weiter an Relevanz gewinnen könnte, weil ihr sie wunderbar im Kashtira-Deck der Zukunft spielen könnt, und zwar der Astrale Kuribo. 7,79, 7,79, 7,90, 7,99. Wer meinen Market Watches folgt, der weiß ganz genau, dass ich vor einem Jahr die Karte erwähnt hatte bei 2,90 € und gesagt habe, kauft euch ein Playset ran, die Karte wird früher oder später im Preis steigen, und genau das passiert jetzt auch. Wann wir einen Reprint dieser Karte erhalten, ist absolut ungewiss. Die Karte erschien in Brothers of Legend, das heißt, die Karten aus solchen Nebensets folgen keinem Reprint-Muster. Deswegen ist es sehr, sehr schwer vorherzusagen, wann Konami diese Karte in eines der Reprint-Sets inkludiert. Wir sprechen über eine Karte, auf die mich meine Community aufmerksam gemacht hat, und zwar Yoko, die anmutige Mayakashi. Mit dem neuen Mayakashi-Support sind natürlich auch einige Karten im Preis gestiegen, und die Karte hat nur einen Print aus Hidden Summoners, und das sehen wir auch hier am Preisgrafen, wie das Ganze nach oben hin gepoppt ist. 7 Euro, 8 Euro, 9 Euro, 9,40 Euro tatsächlich an der Stelle. Gibt nicht mehr viel Kopien, bis wir bei über 10 Euro die Kopie sind. Wir machen weiter mit einer Karte, die ihr in Zukunft eventuell öfter in Side-Decks sehen werdet, und zwar Artefakt Longinus-Lanze. Gegen Kashtira eine wunderbare Karte, weil euer Gegner
weil euer Gegner dann keine Karten verbannen darf. Und das ist natürlich unfassbar wichtig gegen Kashtira. Aus Dual Devastators die Ultra Rare aktuell bei 46 Cent, das erste Playset bei 85 Cent die Kopie. Also, falls ihr die Longinus-Lanze noch nicht habt, jetzt ist ein guter Moment zuzuschlagen. Wer das Ganze in Secret Rare haben möchte, aus Battles of Legend Heroes Revenge, der muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. 3,99 die Kopie im Playset. Wir machen weiter mit dem abgeheuerlichen Drueswurm. Ja, die Karte steigt und hört nicht auf zu steigen. 5,98, 6 Euro, 6,89 die Kopie im Playset. Und das für eine Super Rare aus Darkwing Blast. Dann gehen Shoutouts an dieser Stelle raus an Dirksen, der mir Barox zugeschickt hat. Ja, die Karte hat nur eine Kopie, beziehungsweise einen Print aus dem Astral Pack 2. Aktuell nur 56 verfügbare Artikel und liegt bei 24,95. Und das für eine Kamen, ihr macht mich fertig, ey. Also, falls ihr die Karte irgendwo rumliegen habt, sucht euch einen Abnehmer und werdet das Ding los. 25 Euro ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Preis. Wir machen weiter mit dem maskierten Helden Dunkles Gesetz. Ja, die Karte ist in der aktuellen Meta tatsächlich eine relevante Tech-Option gegen Ishizu Tierelements. Die Super Rare aus dem Structure Deck Hero Strike geht 1,40 Euro. Wir sprechen an der Stelle mal über die wunderbare Dual Saga Ultra Rare. 13,99, krass gestiegen. 14,44, die erste Nier Mint bei 15 Euro. Und wer so richtig schön tief in die Tasche greifen möchte, der holt sich den maskierten Helden Dunkles Gesetz aus dem OTS Tournament Pack 1. Ein Ultimate Rare bei 395, 370, 379, 450 Euro. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr stolzer Preis. Aber wenn ihr Heroes Max Rarity spielen wollt, kommt ihr um den, um den Darklore nicht drumherum. So, wir sprechen über eine Karte, die ich auch schon in der Vergangenheit erwähnt hatte. Verlockung der Finsternis hat einen Ultra Rare Reprint in Brothers of Legend letztes Jahr bekommen und war bei 25 Cent damals zu haben und ist jetzt mittlerweile bei 1 Euro. Das erste Playset 1,79 die Kopie. Weiter geht's mit Schwertseele von Mouillet, eine Karte, die ihr auf jeden Fall beobachten solltet oder euch im Optimalfall ranholen solltet, falls ihr Schwertseele spielen wollt. Im nächsten Jahr gibt es auch noch neuen Support fürs Schwertseele-Deck-Thema. Hier haben wir das erste Tour für 4,65, erstes Playset bei 4,95. Wann weitere Reprints des Schwertseele-Deck-Themas kommen, ist aktuell ungewiss. Vor allen Dingen sind alle Karten für ein paar Cents zu haben. Die teuerste Karte aktuell ist Schwertseele von Mouillet. Wir sprechen nochmal ganz kurz über die flammende Cartesia, die tugendhaft ist. So ein Hauch wieder gestiegen vom Preis bei 17,49, 17,96. 18,49 die Kopie. Absolut stabiler Preis für eine Secret Rare dieser Klasse. Wird ab Photon Hypernova um einiges relevanter werden. Deswegen auf jeden Fall beobachten und rechtzeitig ranholen, bevor das Ganze weiter im Preis steigt. Wir sprechen kurz über Verkaufsverbot. Eine Karte, die in der aktuellen Meta gar kein Play findet, eine Secret Rare aus Battle of Chaos, sprich ein Reprint, wird es nicht vor der TIN 2023 geben. Klar gibt es immerhin noch andere Karten, die aktuell um einiges besser sind als Sales Ban, aber als Budget-Alternative vielleicht gar nicht so eine verkehrte Option. Kommt natürlich auch aufs Matchup und auf die aktuelle Meta an. Aktuell im Playset die Kopie bei 3,39. Und damit kommen wir auch zur letzten Karte, über die ich einmal kurz sprechen möchte, und zwar der Auslöschungsinformant. Eine Karte, über die aktuell gar keiner spricht, weil die Meta aktuell viel zu einseitig ist. Die Prismatic Secret Rare aus der 2022er Tin of the Pharaoh Gods steigt immer wieder so ein bisschen mal im Preis. Ne? Also es gibt Leute, die tatsächlich gut einkaufen. 7,98, 8 Euro, 8,50, 8,99 die Kopie im Playset. Wer mein Marines' Deck-Profile gesehen hat, der weiß, dass ich ganz großer Fan dieser Karte bin, vor allen Dingen in einem richtigen Deck-Thema integriert, welches auch die nötigen Flex-Spots hat, um genug Targets für den Crossout-Designator zu haben. Und damit beenden wir auch den Card-Market-Watch. Ich habe euch mit jede Menge News, Daten, Fakten, Informationen und Kartenpreisen bombardiert. Mir macht es Spaß. Ich hoffe euch auch. Falls dem so ist und ihr zum ersten Mal hier bei mir auf dem Kanal seid und noch kein Abonnent dieses Kanals seid, lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr mich auf diesem Weg unterstützt. Und indem ihr den roten Button ballert, den Abo-Button, diesen roten Knopf da unten, wenn ihr den ballert, dann verpasst ihr in Zukunft auch keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh!-Videos. So, ich mach Schluss. Morgen ist Montag, eine neue Woche startet. Ich hoffe, ihr habt einen extrem guten Start in die neue Woche. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Lasst es krachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, spätestens nächste Woche um 18:30 Uhr sonntags zu einer weiteren Folge TCG aktuell. Bis zum nächsten Mal.